Guten Tag, heute ist Oriental Tea Time und da ich fürchte, dass es wegen Corona keinen Tee geben wird, habe ich mir hier so ein Schildchen gemacht, Oriental Tea, und mache den also ganz stilvoll hier in dieser orientalischen Tasse, die ich mal mitgebracht habe, als ich im Orient mal war. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was die Ines vorhat. Sie will sich nämlich besondere orientalische Dinge anziehen. Jetzt muss mir die Ines helfen. Ich muss natürlich auch ein bisschen glitzern, bitte. Ich habe hier durch Zufall aus Amsterdam, habe ich hier diese, ist das richtig rum? Das ist mehr so ein Schoker, ey. Ja, mir kann nicht. Ja. Nur doch, kann man schon machen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht hier mit dem Motorrad, mit der Motorradhalskrause, aber... Ja. Sieht ein bisschen scheiße aus. Er will sich nicht ausziehen. Nee. Ich finde es nicht so scheiße. Was sagt ihr? Was sag ich mit deinem Pony? Was gibt es denn jetzt hier noch zu zupfen? Das rutscht immer runter. Aber wir sind im Partnerlook. Ach, das stimmt. Das stimmt. Und? Wie findest du, wie wir aussehen? Sehr orientalisch. Ich find ganz okay. Nee, orientalisch ja nicht so, aber passend für den Abend. Wir glitzern. Ja. Also ihr könnt sehen, das ist schon mächtig orientalisch hier. Ines ist schon mächtig aufgeregt. Was erwartest du, was da gleich passieren wird? Ich bin nicht aufgeregt, er ist aufgeregt. Was passiert? Meine Mutter ist aufgeregt. Was wird heute passieren? Das weiß ich doch nicht, du warst schon ein paar Mal. Ja, aber was erwartest du? Oriental Tea Time, was stellst du dir da vor, wenn du dir das vorstellst? Eigentlich Tee und ein bisschen Getanze. Getanze? Meinst du Tribal Fusion? Ja, natürlich. Also die Ines, die wird heute wirklich ihr blaues Wunder erleben, wie man sagt. Ne? Da wirst du aber gespannt sein. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Ich sehe, hier ist schon der Bahnhof ist aufgerüstet worden. Hier gibt es ein Brandfallmikrofon. Was ist wohl ein Brandfallmikrofon? Falls das irgendjemand von euch weiß, hier im äußerst schicken Bahnhof Hamm, lasst es uns wissen, postet hier drunter, was ein Brandfallmikrofon ist. Brandfallmikrofon. Ja, also hier sieht es ja echt aus wie in Marrakesch oder weiß ich nicht, sonst wo, was man sonst auch als orientalisch ansieht. Keine Aufnahmen, Aufnahmen sind. Keine Aufnahmen. Das ist hier eine. Ne, es war ja wirklich mal letztes Mal oder vorletztes Mal oder vor 10 Jahren war wirklich Kameraverbot. Ne? Schön, dass ihr da seid. Letztes Mal, vorletztes Mal vor 10 Jahren. Ja, weiß nicht, wann das war. Ja. Ich weiß schön, ja, dass ihr da seid. Ich habe auch gleich ein Problem. Es sind zwei. Wir haben so mittelalterliche Tänze im Foyer. Und da brauchen wir eigentlich noch. Zwei sind ausgefallen. Das wäre ganz einfach. Das ist nur so. Ja, die Ines kann das. Erzähl nicht wieder. Schön, wenn ihr das zusammen macht. Ja, die Ines kann sehr gut tanzen. Ich habe das schon mal vorgewarnt. Dann hole ich mal die Anja, die erklärt das dann irgendwann. Ja. Wenn ihr rein wollt, er checkt alle hier. Gut. Das ist der Checker. Ja, gut. Hat er seine Ordnerweste? Olli, welcher Orient ist das eigentlich hier? Also welche Sorte? Der Hammer-Orient. Der Hammer-Orient. Der Karl-May-Orient. Karl-May-Orient. Ja. Jetzt müssen wir die Bianca trollen. Das ist die Anja. Hallo Anja. Die ist für das Tanzen zu. Seid ihr aufgeregt? Seid ihr aufgeregt? Um 16 Uhr. Aufgeregt? Niemals. Niemals aufgeregt. Um 16 Nein. Uhr ist hier Tanzlearning. Vielleicht freudig Stunde. Erregt. Freudig erregt? Wow, bist du auch freudig erregt? Oh, das kann man so nicht mehr sagen heute. Wer hat dich denn schon reingelassen? Also klar, das ist doch völlig egal. Das ist nicht für dich leider. Bianca, was hast du denn da schönes Geschenk bekommen von mir? Ich habe was ganz Schönes. Ich habe eine goldene Beauty Boost Tuchmaske, die brauche ich unbedingt noch vorher. Kannst du vorher noch auflegen? Kann ich vorher und noch auflegen. Büchlein. Und ein Büchlein. Das vielen Dank für Rat und Tat. Da klebt noch der Preis drauf. Das ist wieder wie bei meiner Mutter. Wie letztes Mal, ja. Das wie bei meiner jetzt Mutter. Nicht mehr. Die macht das auch immer. Das und jetzt nicht mehr. Glück strahlt zurück wie das Licht des Himmels, Bianca. Also heute wie du. Also wie du, wenn du die Maske trägst. Guck mal, was da schon strahlt. Nee, warte mal, bevor wir dahin gucken. Das ist ja dein Heftchen. Das ist mein Heftchen. Pass auf, ich habe mich schick gemacht. Wie bewertest du das? Ich bewerte das so, dass du eigentlich mit auf die Bühne musst und tanzen. Wir haben auch einen anderen männlichen Tänzer heute. Wie viele Männer sind heute hier? Einer. Einer, das bin ich. Und nein, der Olli, du bist auch ein Mann. Wir sind drei. Nicht auf der Bühne. Hier, zeig mal, wir sind drei Männer. Aber nicht auf der Bühne. Also ich komme, du meinst, so kann ich auf die Bühne? Ja, du musst das mal mit dem Sohar sprechen. Der hat auch solche Sachen. Zum Tanzen. Bianca Stücker, die... Am Ende mit den Nerven. Aber man macht sie trotzdem. Für euch.
Hallo, ihr seid ja auch schon da, das heißt, ihr gehört dazu irgendwie, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein. Was macht ihr heute hier? Ich tanze auf der Bühne, ja. Ja? Ja. Wie lange hast du geübt? Das ganze letzte Jahr und völlig nervös heute. Wirklich? Ja. Oh shit. Welche Sorte Orient haben wir hier? Also, was ist Oriental Tea Time? Also, ich tanze mit beim Tribal Fusion. Ich weiß es nicht. Ich bin da erst vor 3 Monaten reingerutscht. Weil eigentlich spiele ich Dudelsack. Ne? Also, sagt man Sackpfeife oder Dudelsack? Was dazu sagen? Sowohl als auch. Ist egal. Sowohl als auch. Also ich bin Spezialist im Blasen von Säcken. So, jetzt hast du ja dir gerade das Gesicht schön gemacht mit so Sternchen. Ja. Jetzt pass auf, jetzt habe ich eine Frage. Kannst du mir zeigen? Wie bewertest du? Ich habe mich auch schön gemacht. Wie bewertest du das? Du siehst begeistert. Du bist begeistert. Ich bin ganz begeistert. Du tanzt dann direkt mit uns. Genau, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Genau, du tanzt mit uns. Aber wäre das nicht ein Problem? Ich habe gehört, es gibt keine Männer, die hier mittanzen. Ja, jetzt, ab jetzt. Jetzt gibt es doch nicht. Natürlich haben wir einen Mann mit auf der Bühne. Doch. Ja. Ein Quotenmann. Genau. Wie habt ihr den ausgewählt, den Quotenmann? Der tanzt schon ganz lange. Vorsicht bitte, die Katzenhilfe brauchen Tee. Gut. Oh, die Katzenhilfe. Dankeschön, bis gleich. Ich habe mich schön gemacht, die Bianca hat sich auch schön gemacht. Sie hat extra für euch Haare angeklebt. Nee, das hatte ich vorher, ehrlich gesagt. Also die Chelsea hat die Haare angeklebt. Die Chelsea, die will aber nicht in die Kamera. Nee, so, und jetzt wollen wir mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe es wirklich noch nie gesehen. Wäre das auch für mich eine Option? Ja, man muss sie halt irgendwo dran kleben und da ist wenig los, sagen wir mal so. Also ist ein Nein. Für dich wäre vielleicht doch so eine Toupee eher. Ja. Na toll, so, oder? Jetzt gucken wir mal. Oder, nee, du willst ja nicht ins Bild. Hässchen, kannst du das mal zeigen? Wo die Anklebestellen sind. Ich mich, das wollt ihr auch zeigen. Ja, mich interessiert sehen. Das. Ich habe das noch nie ja, gesehen. Ja, die sieht man, weil die Strauß wachsen da. Okay. Oh, oh, oh. Sieht man da? Ach, tatsächlich. Ist das beim Haarewaschen ein Problem? Oder beim Kämmen? Wie kämmst du denn deine Haare? Mit so einer Entwirrungsplastikbürste. Ja, aber dann kann man die immer nur bis zu dem Ding kämmen? Oder? Nee, damit kannst du so drüber. Geht so, du kennst diese Detangle. Ich habe es sowieso, weil ich sehr dicke Haare habe. Also ich habe ja hier schon alles abrasiert. Dann gehen wir zu den Sternchen. Wie halten die Sternchen? Welchen Kleber benutzt du? Das ist so aus der Packung. Also halten tun die nicht wirklich gut. Das ist so ein 0,15 Kleber. Ich hoffe, es hält gleich auf der Bühne. Das. Was kannst du raten, wenn junge Männer wie ich Tribal Fusion lernen wollen? Was muss man denn wissen? Wissen muss man nichts, aber man muss seine Muskeln bewegen können, seine Bauchmuskeln vor allem. Wirklich? Ja. Ach so. Ich habe gar keine Bauchmuskeln. Ja, aber wie machst du das dann? Ich verrate hier doch okay, jetzt. Okay, jetzt kann ich. Und der Unterschied zum Bauchtanz, gibt es den überhaupt oder ist das dasselbe? Weiß kein Mensch. Kann ich jetzt nicht sagen. Wisst ihr's? Dann postet es hier drunter. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißt du eigentlich? Ihr habt doch immer so lustige Namen, die Tribal Fusion Tänzerinnen. Ja, ich bin aber eine Musikerin und deswegen heiße ich einfach nur Tanja. Du heißt nur Tanja? Ja. Aha, und spiele heute mit Violett. Dann fragen wir dich. Wie heißt du als Tribal Fusion Name? Elise, aber das ist ja gar nicht exklusiv. Also ich bin Fraktion Mittelalter, Anjana von Albion. verstehe. Also wir suchen noch exotische Namen. Ja. Wie findest du mein Outfit? Hervorragend. Super. Also nee, hier, es geht um das Glitzerzeug. Ja, ich habe mir das fast gedacht. Ich finde es super um den Hals, muss ich ehrlich sagen. Kann man so machen. Ja, der Klassiker wäre ja hier so in dem Bereich, aber hier finde ich es eigentlich viel cooler. Kannst du denn Bauch tanzen oder kannst du? Ich tanze bei Bianca auch tatsächlich, aber heute bin ich nicht mit auf der Bühne und ich würde nicht behaupten, dass ich das kann. Nee, aber du könntest es ein bisschen so. Ich möchte besser werden. Weißt du den Unterschied zwischen Tribal Fusion und Bauchtanz? Ehrlich gesagt nicht ganz genau. Nee, ich weiß es auch nicht so genau. Die Bianca ist auch schon wieder weg. Wir bleiben mal dran. So, wir lassen euch üben. Ich glaube, kleine Musikerinnen wollen üben. Ne? Ja, bis gleich. Ich schick's dir zu. Was machst du da, Bianca? Ich wedel mit einem Federfächer. Warum hast du einen Federfächer in der Hand? Weil ich benutze zwei Federfächer und die Wing Chun hat mir diese Federfächer verkauft. Das ist cool. Was muss man wissen, wenn man einen guten Federfächer kaufen möchte? Ja, dann, ich würde sagen, diese Bambusgestell ist auf jeden Fall schöner als Plastikteile. Das ist auf jeden Fall gut. Und dieser Federfächer hat eine kleine Schwäche. Diese Feder fallen leicht runter. Weil dieser Stoff, das ist ja nur drauf geklebt. Das ist mit Heißpistole, ich glaube Acrylstäbchen. Und das geht besser? Das geht nicht so. Also diese Fächer, das fällt auch ab und zu mal auch runter.
man muss nur den Trick kennen, die man so zukleben mit welcher Klammer und so weiter. Also den Trick hast du angewendet und deswegen. Ja, genau. Klappt eigentlich. Bianca gerade auch mir gesagt, dass da was nicht in Ordnung. Ich habe hier mal ein bisschen basteln. Bianca, wie heißt dein Tribal Fusion Name? Habe ich nicht mehr. Cinnamon ich bin, Star? Ich bin nicht mehr. Ich bin einfach ich überall mit so einem ganz seriösen Namen. Bianca. Ja. Einfach nur Bianca. Genau. Hast du einen Tribal Fusion Namen? Ich habe keinen. Nee, du hast auch keinen. Du bist nur Händlerin. Ich bin eine Händlerin. Heißt Genie. Keiner will ihren Namen haben. Es ist nur Anja, Bianca, Genie. So sieht's aus. Da geh ich wieder. Hast du einen Tribal Fusion Namen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich meinen eigenen Namen schön finde. Wie heißt du denn? Katharina. Mit TH? Nee. Mit T. Und mit C oder K? Mit K. Ja, ist ein schöner Name. Vielleicht hat auch überhaupt keiner mehr Tribal Fusion Namen. Wir bleiben mal dran an der Sache. Ja, ich würde das so weiter untersuchen. Ja, mach auch. Hier scheint jemand schon mal vorbereitet zu sein für die Veranstaltung, anders als einige andere Leute. Richtig. Wie ist dein Tribal Fusion Künstlername? Ich habe keinen, ich bin einfach Lilly. Du bist einfach nur Lilly mit Y? Genau. Warum hat keiner mehr so verrückte Namen wie Cinnamon Star oder sowas? Das ist uncool geworden. Macht man nicht mehr, ist aus der Mode. Ja, man ist eher so authentisch unterwegs. Seriös. Also du meinst so, ungefähr so. So, seriös und authentisch. Sehr, sehr schön. Ja, nennt man das BH? Das ist ein BH. Ja, aber könnte ja sein, dass es anders heißt, Kostüm oder was irgendwie. Tanzen. Guckt euch das mal an, das ist einfach. Das ist zwei Schritte, ne? Weit zurück. Das geht gut. Das glitzert, ganz toll. Kerstin, ist da was für dich dabei? Wenn es ein schwarzes Jahr. Wenn es ein schwarzes Jahr, guck mal. Schwarzer Glitzer. Schwarzer Glitzer. Wie wäre es hier im Hand? Ja, ich bin auch ganz glücklich, aber sowas ist ja auch immer schön. Oh, das glitzert wirklich. Ja. Nice. Willst du das haben, Häschen? Ja, warum nicht? Gut. Hier gibt es merkwürdige Dinge, habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber du weißt, was das ist. Ja, das ist ein Ballenschutz, damit überall Fuß auf halbe angezogen. Aber wozu dient das? Also ja, beim Bauchtanz? Dass man gut drehen kann. Ach, man ist barfuß. Man ist barfuß. Immer, also oder ja, in der Regel. Bei diesen Schuhen schon. Nee, aber gehört das zum Tribal Fusion und Bauchtanz dazu, dass man barfuß ist? Ja, meistens. Ach so. Man kann, aber man muss nicht. Das ist ja geil. Ist so kann man die vielleicht für noch irgendwas anderes benutzen? Bestimmt. Es gibt auch ein Schwarz. Oh. Das sieht ganz edel aus. Dann glitzern die aber oben. Unten natürlich nicht, sonst würde man ausrutschen. Ja, ne? Genau. Ist ja abgefahren. Aha, und die sind immer zu zweit, immer ein paar, logischerweise. Immer ein paar. Wie viele hast du davon schon verschlissen in deinem Leben? Noch nicht so viel, ich habe immer ganze Schläppchen dann. Ach so, man kann auch Ballettschuhe anziehen, oder was? Ja, diese Tanzschläppchen. Oder es gibt auch die Afro-Sandalen, die sind auch nur mit Ballen, aber die haben noch einen Schlaufe hinten, dass die auf der Ferse fest ist. Verstehe, du bevorzugst aber die Tanzschläppchen, wenn ich dich richtig verstehe. Die Schläppchen und die Afro-Sandalen. Ach so, aber das die ist wollte ich mir jetzt auch mal zulegen. Sehr, sehr gut. Ja, die glitzern. Aber immer schwarz angezogen ist. Das apropos, ist guck mal, was sagst du? Ich habe mich heute extra schick gemacht hier mit so. Wie findest du das? Toll. Ihre Reaktion musst du zeigen. Ja, sie ist toll. Ja, geil. Super. Ja, da freue ich mich. Vielen herzlichen Dank. Ja. Danke fürs Erklären. Hier ist die Mittelalter-Band. Ne? Das ist die Band. Du bist die Band. Du bist die Band. Jawohl. Sie ist die Tänzerin. Du bist die Tänzerin. Wie findet ihr das hier? Wie findet ihr das hier? Ich meine, es ist ja nicht so voll mittelalterlich. Ne? Es ist ja Tribal Fusion-ig. Ja. Aber es geht das trotzdem gut. Ist super. Super wie immer. Vor zwei Jahren haben wir ja schon gespielt. Wie viele Überschneidungen gibt es zwischen... Vor drei Jahren auch. Vor drei Jahren auch. Da war ich noch nicht dabei. Was spielt ihr denn für Instrumente? Hauptsächlich Dudelsäcke, Flöten und ich bin dann der Saiteninstrumentalist. Ah, also verstehe. Ich spiele eine Zister. Kannst du auch irgendwie, den Trommel gibt es auch noch. Wir haben den Olli vergessen. Trommel. Ja, den haben wir vorhin schon gesehen. Kannst du dann auch eine Nickelharpa spielen oder wie die Bianca? Oder? Nein, habe ich noch nie versucht. Ich denke, da würde ich schon mit klarkommen, weil es ja sehr viel Ähnlichkeit mit einer Drehleier hat. Ja. Aber habe ich noch nie gemacht. Wie viele verschiedene Flöten kannst du? Es gibt ja tausende von Flötensorten. Ja, also hauptsächlich spiele ich Tinwhistle, Blockflöten und
und solche Geschichten. Sehr schön. Und natürlich diese Dudelsäcke hier. Und die Sack, Dudelsäcke, das sind auch Pfeifen, streng genommen, ne? Ja, also uns nennt sich vielleicht auch Sackpfeife oder so. Das ja, genau, genau. Das ist so ein typisch mittelalterlicher Dudelsack im mittelalterlichen Stil. Wobei, genau genommen, es die im Mittelalter in der Größe gar nicht gab. Wie groß waren die im Mittelalter? Und wie? Das hier ist ein sogenanntes Hümmelchen und das hat tatsächlich eher einen traditionellen Charakter. Und wie also, erklärt sich das, dass sie größer geworden sind dann im Laufe? Ja, weil man im 20. Jahrhundert sich dann irgendwie gedacht hat, für die Mittelaltermärkte brauchen wir was Großes, Lautes. Und dann hat man sich an die schottischen Dudelsäcke orientiert und hat dann gesagt, okay, wir machen zwar was mit der deutschen Griffweise und so, aber was Großes, was Lautes. Aber die schottischen waren militärische Instrumente, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, genau. Ja. Warum sind die denn lauter, wenn die einen größeren Sack haben? Das liegt im Grunde an der Spielpfeife. Ja, die hat einen größeren Durchschnitt. Die Menge der Flöten, ach der so, Bordune ach so. Und der Chanter. Ja, und den Durchmesser der Spielpfeife. Und das. Aber ihr könnt richtig Krach machen, so wie ich das schon mal in Schottland erlebt habe. Wenn so eine Dudelsack-Parade vorbeikommt, dann kriegt man. Ja, wobei man ein schottischer Dudelsack, also ein Great Highland Bagpipe, ist sogar noch deutlich lauter als. Ach so, hier. Verstehe. Und dann kriegt man Gänsehaut, wenn ihr an einem vorbeikommt. Aber du bist ja alleine, du bist ja nicht zu zehnt hier. Ja, wir hatten eigentlich noch einen zweiten, aber der Kollege musste leider absagen. Ja. Dürft ihr gleich auf die Bühne? Ich glaube, ganz am Ende spielen wir. Ganz am Ende. Aber das ist noch ein Geheimnis, das verraten wir dann nicht. Ja, genau. Du hast ein ganz authentisches Outfit an mit Glitzer. Ja, ganz genau. Und mich interessiert deine Schuhe. Sind das typisch Tribal Fusion? Nein, das sind Valencia Fußaufwärmer, damit die Gelenke schön warm bleiben. Ach, das ist wirklich professionelles. Das ist ein professionelles Outfit. Das wird aber gleich nochmal ausgetauscht gegen ein anderes Schuhchen. Was für, trägst du diese? Wir haben ja vorher, ich habe gerade gelernt. Es gibt hier solche Schuhe. Ja. Und dann gibt es noch Schläppchen und Afro-Sandalen. Welche bevorzugst genau, du? Weder die noch die. Ich trage Ballettschläppchen. Du trägst Ballettschläppchen? Genau. Darf ich da nochmal groß drauf gehen? Das aber ist ja zu. Also, wo kauft man die? Was tippt man da ein bei Amazon? Ich habe sie von meiner Trainerin geschenkt bekommen, also, aber die kriegst du normal im Fachhandel, im Ballettfachhandel. Super geil. Deine sieht man jetzt leider auch gleich. Ja, hast du die auch geschenkt geil. Bekommen oder hast du sie selber gekauft? Selber gestrickt, das habe ich selber. Was nee, denn? Hast du wirklich selber gemacht? Was denn jetzt? Die Schuhe. Ach so, nee. Die habe ich gekauft. Die hast du gekauft? Das zeigen wir dir auch nochmal. Die haben eher so nordisches. Ja, genau. So eine, das sind ja eigentlich Hausschuhe, wenn man ehrlich eigentlich sind. Das sind das Hausschuhe, aber die halten halt schön warm. Ne? Was hast du denn selber gemacht? Weil du gerade gesagt hast, du hast etwas selber gemacht. Achso, das habe ich oben noch. Das ist nachher im zweiten Tanz. Also der Abschlusstanz, da sieht man meinen handgearbeiteten BH. Oh. Tanz-BH, den ich selber gemacht habe. Weißt du eigentlich, was der Unterschied zwischen Bauchtanz und Tribal Fusion ist? Ja, bestimmt. Sollte ich vielleicht wissen. Also bis jetzt wusste es noch keiner. Also ihr könnt beruhigt sein. Tribal ist ja im Grunde was ganz Traditionelles. Ne? Das hat nicht unbedingt mit dem Bauchtanz nur zu tun, sondern es sind auch Tänze, die einfach irgendwo zu der Region passen. Ja. Welche Regionen können das sein? Ja, ich sag mal, viel ist der Balkan, viel der Orient. Ne? Also auch aus allen Bereichen kommt es dann und wurde dann eben immer mal fortgesetzt. Und Fusion ist halt dann nochmal die Veränderung, die Vermischung, ne? Ja, genau. Ines, du hast was gekauft, zeig doch mal. Ja, Glitzer. Ich habe das Spaß. Ist so geil, das ist kein, Leute, das ist kein Insta-Effekt, das ist echtes Glitzer. Das ist Naturglitzer. Ja, mach nochmal, das ist total geil. Ja, das glaubt ja, das glaubt es ja keiner, ey. Dankeschön. Ja, komm, hier, das ist. Vielen Dank. Du kennst das schon, dass die Mädels alle glitzern und die Jungs. Ja, natürlich. Und die Jungs auch, ne? In meinem Fall. Und wie? Super. Ich krieg das gar nicht mehr aus meinen Klamotten raus, weil so viele Mädels. Oh, so Glitzer. Ach Mensch, dankeschön. Klar, wie geht's dir sonst? Ja, läuft. Ne? Läuft, ne? Was ist eigentlich für ein Riesenteil, was du da hast? Erklär auch mal was Technisches, damit es nicht immer nur um Mode geht, sondern auch mal um. Das ist, damit ich Licht habe, die Hände frei habe. Wie heißt das, wenn man das mal kaufen will, sowas? Keine Ahnung. Schlauchlampe. Genau, Schlauchlampe. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Oriental Tea Time hier in Hamm. Ich kann sie gerade nicht sehen. Ich habe eben schon ein paar Mal um die Ecke gelugt und versucht zu sehen, wie viele Gäste doch tatsächlich hier sind. Da wir die Tea Time. Dankeschön! Ach, das sieht super aus! Toll! Dieses Jahr ist ja eigentlich alles viel kleiner. Das Hygienekonzept ist darauf abgestimmt, dass wir weniger Gäste haben, weniger Tänzer. Der Bazar ist ein wenig kleiner, aber das sieht klasse aus. Und stimmungsmäßig kriegen sie das auch hin, ne? Statt vollem Saal.
hier ist eine der Darbietenden und sie hat eine Frage. Ich habe nämlich hier ein Vorhersagegerät. Du kannst irgendeine Frage stellen, die musst du auch nicht sagen. Die du ans Leben oder an dich hast oder so. Ja, ja, musst du nicht sagen. Und dann drehst du ein bisschen dran und dann gucken wir, was das Gerät sagt. Okay. Ja, da ist so ein Rädchen dran. Ja. Da steht, die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Ines, was hast du gelesen? Die Antwort ist nein. Wie fühlst du dich? Die Antwort ist nein. Schlecht. Ist scheiße? Ist schlecht, oh, ja. Oh, scheiße. Ja, dann gehen wir mal lieber. Hast aber sehr gut getanzt. Dankeschön. Das war die Frage, ob das nächste Stück gut wird. Oh, wirklich? Ja. Doch. Also der hat nicht immer recht, der Zoltan. Ne? Der hat nicht immer recht. Der hat nicht immer recht. Nee, das nächste Stück wird super geil. Dankeschön. Dankeschön. Passiert was, Hälschen? Was denkst du, was es sein wird? Ja, bist du inspiriert? Ines ist inspiriert. Wir haben Spaß. Bianca, was hast du da in der Hand? Also außer dem Handy und der Maske. Ein Bogen. Und eine? Und eine Nickelharpe. Eine Nickelharpe. Du kannst sie spielen. Naja, es geht. Hast du Spaß? Die Neuen können es besser. Ich entscheide hinterher, ob ich Spaß hatte, glaube ich. Thank you.
Unter all den Umständen, die es sowieso schon macht und jetzt auch noch mit dem großen C.
Riesenapplaus für Bianca Stöcker. Das Mikrofon und sage, wunderbar, unterhaltsam, informativ und verzaubernd durch den Abend führt, wie immer, seit 10 Jahren, Daniela Petermann. Links ran, links ran, stampf, stampf. Die Hälfte ist schon geschafft. Jetzt geht der rechte Fuß nach vorne, rechts vor, links am Platz, rechts zurück. Links am Platz, nochmal, rechts vor, links am Platz, rechts zurück, links am Platz und ein drittes Mal, Platz, zurück, am Platz und jetzt kommt Stampf, Stampf, Stampf. Das wiederholen wir dann nochmal und ich glaube, das kriegen alle hin, auch jetzt so, ich bleib mal einmal so. Bianca, eine sensationelle Veranstaltung, wie fühlst du dich? Das war ein Traum, du bist wirklich eine Königin, eine Göttin, wirklich. Na, ist wirklich so. Ich bin jetzt erstmal froh, dass keine weiteren Katastrophen passiert. Wie war es für euch, wie fühlt ihr euch? Oh, danke, ganz super toll fühlen wir uns jetzt, ja. War auch wirklich, habt ihr wirklich also super geil gemacht. Danke. Kann man nicht danke. Anders sagen. Wer kriegt jetzt die Blumen? Ihr kassiert die heimlich ein, die Bianca kriegt sie nein, nicht. Nein, oder? Nehmt ihr die, könnten die eventuell hat bei euch sein. Hat sie verdient. Ja, ihr seid immer so lieb. Ja, du bist so lieb. Du würdest es ja nicht bekommen. Du bist halt toll. Was rätst du Menschen, die auch so eine schöne Veranstaltung machen wollen? Was muss man am allermeisten haben? Nerven. Nerven. Und ich glaube, man braucht viele Nerven, besonders wenn man das bei Corona machen will. Aber wir sind da auch so langsam reingewachsen, alle, die mithelfen, weil wir das ja tatsächlich schon seit 2012 machen, als Mini-Studio-Party in einem 40 Quadratmeter Raum, wo 100 Leute rein wollen. Das wollte ich eh fragen. Wie habt ihr überhaupt geprobt? Ich meine, die ganze Bühne war voll, du hast nur ein 40 Quadratmeter Studio. Was ist das Geheimnis? Richtig. Wir haben tatsächlich getrennt geprobt in allen Kursen und weil viele ja in verschiedenen Gruppen sind, haben wir das dann immer so gemacht, dass das quasi dann die eine Gruppe durch ein, zwei Tänzerinnen, die zufällig in dem Kurs ist, vertreten wurde. Oder dass man gesagt hat, die einen kommen eigentlich nach dem, also der zweite Kurs kommt nach dem ersten Kurs und so blieb der erste Kurs etwas länger und so. Und dann haben wir ein bisschen zusammen geprobt, aber wir haben nicht alle zusammen das machen können, erst heute hier auf der Bühne. Fühlst du dich jetzt voller Glückshormonen durchstrahlt oder bist du müde? Ich weiß es noch nicht. Ich bin einfach froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Hast du super gemacht. Super, wirklich. Tschö. Und ich glaube, wir sind pünktlich fertig geworden. Wir werden sonst nie um 9 Uhr fertig, oder? Aber ich glaube, es ist nicht spät. Dann haben wir, wenn du jetzt gerade im Plaudern bist, dann kann die Ines hier nicht noch sagen. Die hat hier so sensationelle Backstage-Bändchen. Normalerweise hat man immer nur so super scheiß Backstage-Bändchen. Ihr habt welche mit Silberperle. Die macht Olivers Tante selber. Jedes Jahr. Und die hat auch, wir hatten ja, vor 2 Jahren hatten die 140 beteiligt. Jetzt war ja hier Corona-Edition alles klein. Wir hatten 140 Leute. Wie lange arbeitet die da jedes Jahr dran an diesen coolen Backstage-Bändchen? Ich weiß es nicht. Habt ihr auch Backstage-Bändchen? Ja, aber klar, was wir alles haben. Auch mit Perle? Alles mögliche, ja. Die macht die selber. Ich verstehe das nicht, wie das möglich ist. Liebe Damen und Herren, dies war die Oriental Tea Party. Mit wenig Tee, mit Orient in sehr weit gefasstem die Sinne, die mit fantastischen Darstellerinnen, sag mal, Tänzerinnen. Da freue ich mich auch mal, danke dass ihr das so schön macht. Tschüss, so war es gewesen. War natürlich doch noch nicht vorbei, das Video, liebe Kinder. Wir haben ja gar nicht erzählt, vieles ist per Zoom geprobt worden. Also du hast ein riesen Plasma-Display, 2 Meter groß. Oh, unheimlich, so groß ist er nicht, er ist schon ziemlich klein, aber... Dann hast du dich mit dem Rücken zur Kamera gestellt und habe von dort aus unterrichtet und erklärt und Zeichen gegeben und gemacht und getan. Wir haben mitgemacht. Aber ist das nicht schlimm, wenn man so feintuniert? Die Bianca zum Beispiel versucht mir seit 11 Jahren diese Doreos beizubringen. Ja, oder weiß ich nicht, wie lange. Ja. Und, Fußmassage. Hier werden schon Fußmassagen gegeben. Sehr, sehr schön. Das ist das Beste, was man da noch haben kann. Okay, das ist sehr schön. Aber was machst du denn dann? Dann kannst du ja nicht hingehen und sagen, nee, du machst... Doch, kann ich richtig gut. Ich kann richtig gut schimpfen über Zoom. Besser als im richtigen Unterricht. Ah, da traust du dich dann mehr. Ja, genau. Da schimpfst ich mehr. Du mal über Zoom. Da schimpfst du. Hast du dich schon mal geschimpft gefühlt? Oder nee. Kommst du immer nur als... Bei mir nicht. Nee, das ist nur ein weiser Ratschlag, ne? Genau.
Außerdem ist es toll, die Leute zusammenzuhalten. Ja, oder eben. Überhaupt neue hinzuzukommen. Ja, no shit. Und ohne Zoom wirklich wären unsere Gehirne und Körper geschmolzen und wären nur noch irgendwie eine breiige Masse irgendwie. Also echt, ey. Nee, also meinst du, ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir wäre es so gewesen, auf jeden Fall, ey. Ja. Ja. Ja, so ist das. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Jetzt aber. Janka, wir sind jetzt wie lange hier rumgelaufen? Lange, ja, seit 5 Uhr seid ihr rumgelaufen. Nee, noch länger. Noch viel länger. Keine deiner Tänzerinnen und Tänzer wusste, was der Unterschied zwischen Bauchtanz und Fusion ist. Tribal Fusion. Jetzt. Keiner wusste das? Nein. Also ich finde ja, dass Bauchtanz so eine Art Oberbegriff ist, so wie im englischsprachigen Raum man ja zu allem Bellydance sagt, als Oberbegriff. In Deutschland wird das oft so ein bisschen despektierlich verstanden. Ach, die machen da so Bauchtanz. Deswegen hören das nicht alle gerne und sagen zu den klassisch-orientalischen Tanzstilen eher orientalischer Tanz und zu diesen Stilen, die eben davon abweichen und sich so ein bisschen verselbstständigt haben, wie Tribal und Tribal Fusion und Fantasy Fusion und alles mögliche. Schlag mich durch Fusion. Alles gehört das haben. Sind quasi Subgenres, aber es ist ja alles basiert ja also auf dem gleichen Bewegungsrepertoire. Also wenn ich Bauchtanz sage, ist es nicht falsch. Ich finde es nicht falsch und ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde eigentlich, man sollte das Wort Bauchtanz rehabilitieren. Das machen wir hiermit. Ja. Meine Damen und Herren, hiermit ist das Wort Bauchtanz rehabilitiert. So sieht's aus. Sag's mal bitte, Bauchtanz. 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 Danke, Bianca. Hast du super geil gemacht. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Tschö. So.